Und wie jeder weiß, gute Vorbereitung ist alles. Und ich habe eine Menge vorbereitet. Ich glaube, ich habe es ein wenig übertrieben. Denn meine momentan, also meine jetzige Reisetasche, die ich heute benutzt habe, die kann ich schmeißen. Die ist mir kaputt gegangen. Aber zum Glück habe ich, ich hoffe, nichts verloren. Auf jeden Fall habe ich hier, jetzt geht es wieder hoch, sehr viel vorbereitet. Also Ausrüstungen, verschiedene Themen und so weiter. Also ich will einige Videos, ja, solange ich hier in Düsseldorf bin, produzieren. Wie ihr hier sehen könnt, ein riesiger Berg an allem Möglichen. Und das sind natürlich alles Sachen halt, die ich halt verwenden möchte, die ich halt mitgenommen habe. Zum einen halt als Ausrüstung, wie soll ich sagen, Filmausrüstung, um halt aus verschiedenen Perspektiven verschiedene Aufnahmen machen zu können. Stativ, Teleskopstangen, Powerbanks auf jeden Fall. Aber natürlich dann halt noch verschiedene andere Gadgets, die ich mir gekauft habe, die ich ausprobieren möchte, ob die auch was, ja, was taugen. Auf jeden Fall habe ich viel vor. Und da könnt ihr sicher sein, es wird einiges auf euch zukommen. Einiges, was ihr euch anschauen könnt. Aber dazu halt etwas später mehr. Also das, was ihr hier auf meinem Bett seht, ist jetzt quasi meine Hauptausrüstung. Ich habe halt für stationäre Aufnahmen ein normales Stativ mitgenommen, damit ich auch etwas mobiler sein kann. Ein Einbeinstativ. Natürlich darf halt nicht fehlen meine Sony RX10 Mark IV, das schöne Stück. Das Video zu der Kamera, so wie ich sie halt neu bekommen habe und ausprobiert habe, verlinke ich euch oben in der Videobeschreibung. Ich glaube, das könnte euch auch gut gefallen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Natürlich habe ich auch passendes Zubehör für die Kamera. Also einmal das hier, einen variablen ND-Filter, damit ich halt bei gewissen, ja, Lichtstärken, also wenn es draußen extrem hell ist, kann ich halt damit ein wenig, ja, das Licht rausnehmen, dann blendet das nicht so ganz. In dieser Schachtel, da habe ich einen, wie heißt das, Phantom-Akku oder sowas. Also im Prinzip einen Akku, den ich an eine Powerbank anschließen kann, damit ich dann halt auch mit der Sony stundenlang filmen kann über längeren Zeitraum. Also wie gesagt, ist auch sehr praktisch. Werde ich auf jeden Fall benutzen aufgrund der Bühnenshows. Dann habe ich halt noch mein günstiges, ja, Mikrofon. Ich muss mir sowieso irgendwann mal ein neues kaufen, aber momentan geht es halt noch nicht. Deswegen muss noch mein altes dran glauben. Und dann habe ich natürlich zwei Gadgets, die was ich halt ausprobieren möchte, die was halt mit der Kamera zu tun haben. Zum einen das hier. Das gibt man halt auf die Kamera drauf und wenn man dann anschließend halt auf zum Beispiel auf eine Fensterscheibe drauf hält, dann hat man keine störenden Reflektionen und kann so besser durch Glas fotografieren oder eventuell auch filmen. Bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert. Und dann habe ich mir einfach aus Jux und Dollerei, aber halt für, wie sagt man, andere Möglichkeiten, also zum Beispiel halt, falls Schlechtwetter kommen sollte, einen Regenschutz für die Kamera. Ich habe keine Ahnung, wie gut der funktioniert und ob der überhaupt für die Kamera auch taugt. Aber ich habe mir halt gedacht, ich nehme es mit und probiere es halt dann mal aus. Das halt, wie gesagt, ist so mein Hauptequipment, was halt das Filmen angeht. Und natürlich halt auch
der Pocket 3, mit dem ich mich jetzt gerade filme. Das sind halt meine zwei Hauptkameras und ja, der Pocket 3 hat dann auch noch ein paar nette kleine Zubehörsachen. Ich habe nämlich für den Pocket 3 nämlich auch noch ND-Filter besorgt. Die habe ich heute schon ausprobiert, während der Zugfahrt, und muss sagen, funktioniert ganz gut. Dann habe ich noch zusätzlich dieses Teil hier, eine Halterung, mit der man halt den Gimbal und das Handy zusammenpacken kann. Und das habe ich mir zu Hause halt schon mal ein bisschen angeschaut und muss sagen, finde ich auf jeden Fall ziemlich gut. Aber dazu dann ein bisschen später mehr. Natürlich halt andere Wichtigkeiten, also Wichtigkeiten, andere wichtige Sachen. Wie gesagt, Powerbanks, die Macht des Stromes. Und dann natürlich halt eine Menge Kabel, die was man auch noch braucht, weil ohne Kabel kann man die Powerbanks nicht benutzen. Und ich habe mir halt sicherheitshalber noch mein Werkzeugkit mitgenommen, falls ich halt was brauche. Also. Dann habe ich zwei Gadgets, die was ich ausprobieren möchte. Einmal das hier und einmal das hier. Also diese beiden Gadgets sind für Smartphones, damit man halt das Handy am Handgelenk befestigen kann, damit man halt ja, die Hand frei hat. Ich bin gespannt, wie gut sich das schlägt, also wie gut das funktioniert. Ich werde einmal einen Tag das eine Teil probieren, anderen Tag das andere, weil wenn ich halt zum Beispiel halt mit dem Gimbal filme, kann ich so zum Beispiel halt auch bessere Einstellungen zum Beispiel machen. Oder halt, wenn ich halt mit dem Gimbal zum Beispiel irgendwo weit oben filmen möchte oder halt den Gimbal mal abstellen möchte und ein bisschen weggehen möchte, dass ich halt so die Einstellungen, wie schaut das Bild aus, halt haben kann. Und dann habe ich noch zusätzlich den hier auch noch mit, meine Insta360, also meine 360-Grad-Kamera. Es gibt natürlich halt ja schon, ja, bisschen bessere, aber ich habe halt momentan noch die und die möchte ich halt auch einsetzen. Und da habe ich natürlich, wie es sich halt gehört, die Teleskopstange, die 5 Meter Stange, damit ich dann ordentlich ausfahren kann. Und deshalb ist zum Beispiel ja auch dieses Armband für das Handy ziemlich gut, weil so kann ich dann halt die Kamera über das Handy steuern und habe alles ja, gut im Blick und gut im Griff. Und damit ich halt dann auch unterwegs ein bisschen aufnehmen kann, habe ich halt meinen Gürtel mitgenommen. Damit ich halt anschließend diesen Selfie-Stick dann drauf montieren kann, um halt die Kamera halt dann ein wenig ja, in Betrieb zu haben. Also da kann man halt schon sagen, da habe ich einiges aufgefahren. Und dann habe ich natürlich noch so. Da. Und hier habe ich natürlich dann noch meine, ich sag mal, mobile Datenstation. Mein Chromebook. Darüber will ich auch noch einmal ein ja, kleines, kurzes Video machen. Das kommt aber halt später. Das werde ich dann erst machen, wenn ich dann halt wieder zu Hause bin. Zwei Festplatten. Und Karte, Lesegerät und diese hübsche Box, wo halt meine Speicherkarten drin sind. Speicherkarten sind halt wirklich extremst wichtig. Dann habe ich natürlich noch andere Sachen, also da habe ich zum Beispiel hier noch ein hübsches kleines Paket. Das werde ich dann morgen, wenn es dann hell ist, auspacken. Denn das sind nämlich die ganzen, wie sagt man, Sachen, die was ich bekommen habe, als ich mir das Ticket zur Dokumi gekauft habe. Die ganzen Sachen, die will ich halt dann aus, ja, will ich dann auspacken und euch zeigen. Und natürlich halt
damit ich auch auf der Dokumi ein bisschen Werbung für mich machen kann. Habe ich hier drinnen ein, wie sagt man, Visitenkarten-Etui und natürlich halt die passenden Visitenkarten. Sind natürlich noch die älteren Karten, die will ich halt auch mal auch aufbrauchen, bevor ich dann anfange neu zu machen, damit ich halt mit den Leuten, die ich halt filmen möchte, dass ich jedem halt eine Karte gebe, damit die auch wissen, wo sie halt dann Fotos, Videos finden. Denn seit kurzem bin ich jetzt da auch wieder mehr auf Instagram tätig, habe dort auch schon wieder einige Fotos von meinem Neusiedelausflug hochgeladen. Also da wird auf jeden Fall von der Dokumi auch sehr viel drauf kommen. Und ich möchte natürlich während diesem Wochenende möchte ich halt noch über einen meiner, ich sag mal, Lieblingsanimes noch reden. Kuma Kuma Bär. Da möchte ich halt gerne dann auch über die Serie reden, weil passend zu einer Anime-Convention, dass man halt noch über Animes redet. Also, ja, wie ihr sehen könnt, war das jetzt im Groben und Ganzen, ja, alles, was ich halt aufzubieten habe. Und wie gesagt, aufgrund der Menge, die was ich halt mit habe, Dinge sind ja auch schwer. Ja, wie gesagt, meine Reisetasche hat zerrissen. Muss ich mir auf jeden Fall eine neue kaufen. Aber ich bin auf jeden Fall schon ziemlich gespannt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie halt der ND-Filter abgehen wird, wenn ich dann morgen halt filme und fotografiere. Und ja, ich sag mal halt, falls ich den ND-Filter eher nicht so brauche, habe ich noch immer noch die Gegenlichtblende. Also ja, auf jeden Fall wird morgen ein sehr, sehr langer, ereignisreicher Tag. Und ich hoffe mal, ja, ihr freut euch schon genauso wie ich. Auf jeden Fall vorbereitet sein ist wirklich alles Mögliche und ich bin auf alles Mögliche, ja, ich sag mal, vorbereitet. Ich habe auch für kleine Stadttouren einen kleinen Rucksack. Der ist auf jeden Fall ziemlich praktisch. Also, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Den habe ich halt, ja, auf Wish gefunden. Ja. Ja, das soll es jetzt mal wieder, ja, ich sag mal, mit dem Kapitel sein. Wie gesagt, das Kapitel Vorbereitung. Hab, wie gesagt, alles Mögliche mit und werde auch alles Mögliche auch zum Einsatz bringen. Und was für Ergebnisse halt rauskommen, aufgrund der ganzen Sachen, seht ihr dann halt morgen oder übermorgen oder übermorgen. Aber ihr werdet es sehen, denn ich bin hochmotiviert, hochbegeistert und freue mich schon riesig. Damit wünsche ich eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen.